Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Ja, wo bist du? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Wir... Da ist er. Okay, was ist das für ein komisches Zeichen hier? Dass es Geräusche macht, oder was? Nehme ich mal an. Okay, er ist jetzt irgendwie nach links gelaufen, glaube ich. Ist er da hochgelaufen? Sieht so aus, ne? Frage ist, kann sie auch sowas wie Lausch? Ah, sie kann das auch. Okay. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Ich denke mir mal, dass der irgendwie nach da oben hingelaufen ist. Ja, in der letzten Folge... Och, das ist ein... Ist das ein Monster-AG-Anhänger? In der letzten Folge ist Joel schwer verwundet und so wie es aussieht, haben wir jetzt quasi die ganze Arbeit übernommen. Da ist der Hirsch. Die Frage ist nur, von hier aus kann man anscheinend schon anvisieren. Die Frage ist nur, kriegen wir das hin, von hier aus wirklich vernünftig anzuvisieren? Und haben wir unendlich viele Pfeile? Okay, das war ja mal nix, Ellie. Das war wirklich mal nix. Können wir hier, ohne dass das so groß knackt, eventuell... Ja. Den nehmen wir mal wieder zurück. Wir können halt nicht zu nah rangehen, das ist das Problem. Langsam. Die kann überhaupt nicht weit zielen. Was ist das für ein Mist? Ja, natürlich. In dem Moment, wo wir quasi lautlos unterwegs sind, dann rennt der weg. Oh Gott, das ist wieder so eine nervige Angelegenheit, die ich bei jedem Spiel hasse. Wenn man dann irgendwo hinterher schleichen muss und immer das Gleiche machen muss. Kommt einem dann so vor, als ob man gerade das Tutorial zum ersten Mal erlebt, wie man Bogen schießt. Aber das kennen wir ja schon alles. Und wir haben ja auch einen mega geilen Bogen gehabt. Ich weiß nicht, warum die den nicht nimmt. Oder natürlich, es kann auch sein, dass sie den gar nicht richtig aufziehen kann. Weil ich weiß nicht... Das sieht aber eigentlich wie Jules Bogen aus, oder? Hier ist der auf jeden Fall rumgelaufen. Der ist so rumgelaufen, jetzt sehen wir hier gar nichts mehr, okay. Doch, hier sind wieder Spuren. Lass mich raten. Wie in jedem anderen Spiel dreht er sich auch immer im Kreis. Ach, da ist er. Das Problem ist halt, wie gesagt, wir müssen sehr nah rangehen. Weil sonst kriegt Ellie das nicht hin. Die muss den Bogen spannen und alles und das kriegt sie einfach nicht hin. Ich weiß nur nicht, wie nah wir da rangehen müssen. Mist. Echt jetzt? Keine Vorwarnung, kein gar nichts. Ich meine, wir waren ja noch nicht mal nah genug ran, dass wir den Pfeil überhaupt dahin schießen konnten. Ich meine, ja, klar, wir können ihn jetzt 5 Meter da drüber anvisieren. Dann trifft er vielleicht auch sein Ziel. Keine Ahnung. Ja. Ich klinge vielleicht etwas genervt, zugegebenermaßen. Das bin ich auch, weil ich wirklich solche Dinge absolut hasse in Spielen. Sowas Ähnliches musste man bei Horizon mal machen. Da habe ich es schon gehasst, aber es war noch besser gemacht als hier, muss man dazu sagen. Bei Tomb Raider gab es auch irgendwie so ein komisches Mini-Tutorial. Ja, der ist dahinter. Was glaubt ihr, warum ich hier hochgehe?
Spiel will mir sagen, du läufst in die falsche Richtung, wenn du direkt auf ihn zuläufst. Hä? Aber sonst ist alles okay, Spiel, ja? So. Jetzt machen wir das nochmal im Schleichmodus. Ich weiß nicht, ob man es machen muss, aber irgendwas scheint ihn ja wirklich zu stören. Ziehen wir mal im Schleichmodus. Ne, das können wir nicht, okay. Na, ist auch nicht viel weiter. Ja, keine Ahnung. Also von der Entfernung können wir definitiv nicht zielen und treffen. Ich weiß auch nicht, wie sie den Hasen getroffen hat, weil wenn sie das noch nicht mal hinkriegt, hier auf den zu zielen. Ach so. Ah, Moment. Moment. Hab dich. Ah, okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich hatte vergessen, dass wir nochmal zusätzlich die Sehne anziehen können. Das war ja nur Anlegen mit links. Okay. Dann kann sie mit Jules Bogen anscheinend doch umgehen. So, das Problem ist nur, wir jagen jetzt hier gerade einen Hirsch, der am Bluten ist, in ein Gebiet, was lauter Infizierte um sich herum hat. Ich weiß nicht, wie clever das ist. Aber gut, wir gucken mal, wo er hin ist. Ich denke mal nicht, dass wir ihn jetzt gleich elendig verreckend irgendwo in der Ecke stehen finden, liegen finden. Wir müssen ihn wahrscheinlich zwei oder dreimal treffen. Ah, da steht er, okay. Dann können wir das auch von weiter weg machen. Nicht bewegen. Hab ich. So. Mist, ist der schnell. Ne? Deswegen solltest du vielleicht auch erstmal dahin laufen. Aber wenn ich das mache, dann sehe ich den wahrscheinlich nie wieder. Deswegen gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. So, der ist hier hoch. Und dann da rechts hoch. Die Frage ist, finden wir ihn jetzt auch rechts? Führt der uns vielleicht so ganz zufälligerweise irgendwo hin? Weil der hier so komisch rumspringt? Oder geht es jetzt hier wirklich nur ums Abendessen? Das ist die große Frage. Und kriegen wir ihn überhaupt? Das ist auch noch die große Frage. Zumal ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wo... Was war denn das gerade? Wo unser Pferd und unser Pferd mit dem Hasen im Endeffekt ist. Keep out. Das sieht eher danach aus, dass ich irgendwo hingeleitet werden soll, ne? Das ist nicht gut. Ich glaube, ich kann ihm jetzt aber erstmal so folgen, oder? Weil ich bin hier die ganze Zeit zum Schleichen. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Aber wir müssen natürlich der Story folgen. Was ist das für ein Ort? Sind hier Zombies? Ich meine, ich habe die Serie gesehen. Ich denke, ich weiß, wo wir sind. Aber man kann sich nie hundertprozentig sicher sein. Alles ist okay. Weil das Spiel wesentlich besser gemacht ist. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Okay, der ist hier durchgelaufen. Ah. Okay, sehr schön. Haben wir denn hier... Ne, wir können ja aber sonst nichts machen, ne? Oh, sehr schön. Savage Starlight. Nummer 4. Irgendwann wird sie sicher noch alle zusammenkriegen, denke ich mal. So. Sehr schön. Sammeln wir das jetzt für Jewel oder sammeln wir das jetzt für sie? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Oh.
Der ist erledigt, Mädel. Der ist von jemandem erschossen worden. Das siehst du schon, ne? Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Okay. Hoffentlich finden sie nicht. Nachladen kann ich auch nicht. Okay. Kommen die auch von hinten? Das habe ich doch schon mal gehört. Hä, ist der schon tot oder was? Du hast recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Hilf mir mal. Ich habe aber nur noch einen Schuss. Und Ellie ganz cool. Ich schieb mal, ja. Hallo, wie weit soll ich hier noch schieben? Mist. Genau deswegen. Sie nicht durch die Fenster kommen.
Ja, du bist lustig. Ich hab nur noch einen Schuss. Das ist eine große Meute. Sie müssen dir gefolgt sein. Möchten Sie dir um deinen Freund gefolgt? Keine Rolle. Wir stecken da gemeinsam drin. Bitte drin. Oh ja, Ellie, komm. Ach, hat der schon gemacht? Ich brauche Patronen, Jungs. Ja, mach genau weiter so. Irgendwo waren hier Patronen. Wir müssen hier raus. Okay, Kleine. Hier lang. Lauf! Nein, Ellie, lauf! Falsche Taste. Komm schon. Ich halte sie auf. Bewacht die Treppe. Ja, klar. Kein Thema. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hätte schießen müssen. Hier durch. Okay. Ich war hier noch nie. Na toll. Nein. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Ich darf hier nicht laufen, Mann. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Ja, Ellie trottet hier so ein bisschen vor sich hin. Kleine, alles klar? Ist okay. Der Klicker, verschwinde da! Dein Ernst? Oh, Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, warum kam der jetzt genau in dem Moment da durch? Das ist ein Backstein. Okay, aber den können wir auch mitnehmen. Moment, ich versuche mal eben was. Ich weiß nur nicht, wo wir hin müssen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hinten blinkt auch noch was. Achso, das war eine Flasche. Ja, aber wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Moment. Erst rechts? Achso. Du sollst eigentlich hochgehen, Mädel. Hallo. Alles klar? Noch ja. Komm schon, da ist die Tür. Das war knapp. Das ist immer noch knapp. Hoch. Da. Ja, dann bring mich hoch, komm. Da sollte es gehen. Junge, dann bring mich hoch. Na toll. Statt dass der mich einfach mal da hochhebt oder so? Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Ha.
Gerade noch die ganze Zeit. Ja, Kleine, alles okay? Schon klar. Und jetzt auf einmal sagt er... und jetzt auf einmal bringt er sie da hoch. Ich muss aber da komplett drüber, oder? Ich guck, oh. Ja, alles okay. Alles gut, ich mache das jeden Tag. Okay. Ah, ja, ja. Darauf habe ich gehofft. Darauf habe ich gehofft. Solange die anderen unten bleiben, ist alles gut. Ein Firefly-Anhänger. Cool. Von Travis Christoph. 283. Sehr cool. So, dann schauen wir mal eben. Da können wir noch was machen. Und wir können eine Sprengbombe machen. Sehr geil. Haben wir ja alles gelernt von Joel, ne? Können wir die noch nachladen? So, achso, Leiter, genau. Ich wollte gerade sagen, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Aber das war die Leiter. Okay. Ist er noch da? Bitteschön. Ja. Na los. Gut, Achtung. Und ich? Soll ich jetzt einfach runterspringen, oder was? Na komm. Okay, na gut. Hier durch. Na los. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Nehmen wir nochmal schnell alles mit. Ich befürchte nämlich, es wird jetzt irgendwas richtig Mieses passieren, wenn wir so viele Sachen bekommen. Pfeile haben wir auch nochmal neue. Das ist auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite, naja, ihr wisst schon, ne? Da kann ich tatsächlich nur sagen, ich würde jetzt lieber nach der Serie gehen, weil in der Serie passiert nichts. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Was denkst du, was ich hier gerade mache? Das ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Ja, hört sich doch super an, so als Alternative. Das können wir nicht machen. Bereit machen. Woraus schießt der? Ich hoffe, die kommen jetzt nur von da unten, nicht von hier oben. Wo ist der Typ jetzt hin? Achso, da. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß.
Ich würde ja gerne mal die Munition unten nehmen, aber ich traue mich ehrlich gesagt gerade nicht runter. Seite. Lass los. Ellie, wehr dich. Okay, Ellie kann ihn nicht so niederschlagen. Ich merke das schon. Ja, hat super funktioniert. Ich glaube, wir sind tot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Pfeile verursachen mehr Schaden, wenn der Bogen komplett gespannt ist. Das ist toll, aber das hilft mir nicht weiter, weil ich habe den Bogen ja gar nicht ausgerüstet gehabt gerade. Ja. Bereit machen. Stimmt, die habe ich auch noch gehabt, die Dinger. Ach, wieso sagt man das denn keiner? Die haben noch keine Munition, glaube ich. Mach schon, Ellie. Du sollst schießen! Hey! Wir kommen schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Ich auch nicht. Wir schaffen das. Konzentrier dich, wir schaffen das. Du bist lustig. Ich habe keine Munition. Man kriegt ja auch nicht wirklich viel. Da kommen mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Da, rechts. Och ja, Ellie, bloß nicht schießen. Wie lange brauchst du zum Schießen? Wieder keine Munition. Alter, dein Ernst? Ein Bluter! Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Ist der Bluter jetzt kaputt? Ja,
Ich glaube, wir haben es geschafft. Nee. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Euer Ernst? Okay. Dann, ja. Überprüf du mal die Brücke. Lass mich mal alleine hier, kein Thema. Mama macht das schon. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt nur die Serie im Vorfeld gesehen hat, hätte man jetzt nicht gedacht, dass hier sowas passiert. Das Spiel ist einfach viel cooler. Aber natürlich auch viel gefährlicher. Ellie, du solltest die eigentlich gerade nachladen. Oh, oh. Moment, du solltest sie nicht nur nachladen. Nein, halt, stopp. Du solltest dich auch mal heilen, Mädel. So, okay. Ich hoffe, das reicht. Nochmal machen können wir nicht mehr, ne? Nee. Guck mal hier nochmal schnell, ob hier noch irgendeiner was verloren hat. Scheint aber nicht so. Okay. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier! Komm schon! Komm mit! Joel? Oh,
Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Da mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.